Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4 Next Gen Update 2024 Modded mit Sim Settlement 2 und ein paar Kleinigkeiten. So. Wir haben im letzten Part ein bisschen da aufgebaut, da hier wieder ein paar nette. Das ist nicht jetzt hochgefahren. Kaum zu glauben, dass ich mit meinem eigenen Relikt aus der Vorkriegszeit reise. Ist in deinen Händen eh besser auf. Ja. Auf jeden Fall waren da ein paar Ghule. Dort hinten. Vielleicht haben wir Glück und sie sind jetzt nicht mehr da. Wer hat schon Glück heutzutage? Da sind ein paar. Okay. Kommt raus und kämpft, Schurken, wenn ihr euch traut. Scheint, als wäre alles sauber. Warte mal. Sind die abgehauen? Echt jetzt? Oder wollen die mich nur verarschen? Ich sehe wieder nicht, wohin ich schieße. Oh, du bist das. Du legst dich mit dem einfach auf die Füße drauf. Stirb! Verdammt! Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Ja, hier hast du eins. Danke, Blum. Ja, danke. Danke später. Ach, Dogmeat. Zusammengeflickt und wieder auf der Pirsch. Ja. Oh, gut. Er hatte ziemliche Schmerzen. Was für besser Rohrzange? Oh. Ja, Kotzi. Eigentlich hab ich nicht welche gemacht. Hey. Hey, Piper. Hast du Hunger? Die Dinge halten mich immer Gummibonbons. Immer was Süßes. Ich frage mich einfach, wo wir beide stehen. Also, ach, das wollte ich nicht fragen. Würde ich sagen, zwischen uns läuft alles optimal. Das war alles. Okay. Piper, was kann ich für dich tun? Nichts. Sonst erstmal nichts weiter. Okay. Hab ich nicht? Ich hab doch... Hey... Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Hab ich nicht für...
Tür. Ja? Das war alles. Von mir aus. Suchst du was Bestimmtes? Ja. Hab ich nicht. Tatsächlich nicht. Dogmeat? Hey! Ich dachte, ich hätte Reparatursachen gemacht. Aber anscheinend nicht. Ja, sie hat sowieso nichts. Ja, Kotzwölf ist wieder nicht da. Rote Reparatursachen, meine ich, hätte ich gemacht. Aber es kam ja auch in. Kann mich auch. Genau. Ich kann mich auch. Hey! Wir teilen das alles, oder? Ach, ich weiß nicht, was ich eingesammelt habe jetzt. Huch. Moment. Kann sein, dass ich es gemacht habe, die dann irgendwie eingelagert habe. Ah, die sind alle von da gekommen. Irgendwie fahren mal da besorgen auch. Verdammt, was für ein Jammer. Wenn du nicht auf allen Vieren durch das Commonwealth kriechen willst, solltest du ein paar Sachen wegwerfen. Ja, ja. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Könnt ihr gerne machen. Piper. Dann frag doch. Das ist erstmal alles. Okay. Brauchst du was? Du musst nur fragen. Sonst erstmal nichts weiter. Sicher. Melody, kannst du noch was tragen? Okay. Brauche ich nicht. Lasergewehr. Brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Auch nicht. Ich will mir den Militärcap mal angucken. Naja. Gunnerboss 2020 30, 15, 15.
es hat natürlich Charisma noch. Und gegen Strahlung. Ich ziehe das wieder an. Und Preston, du kannst auch mal was anderes sehen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Gut. Ich stehe zu Diensten, General. Sonst erstmal nichts weiter. Okay. Okay, ich bleibe auf dieser Position. Mhm. Und kannst du die Tech-Up auch nehmen? Dann eventuell das anziehen. Ja, Preston. Sieht mal ein bisschen besser aus. Gut. Wir könnten, wenn wir wollten, jetzt. Vielleicht sind ja alle Ghule weg. Es ist gut möglich, oder? Sprach sie und da kam sie. Was ist denn der? Ups. Ich bin ins Wasser gefallen. Okay. Das war keine gute Idee. Ich muss raus aus dem Wasser. Komm nicht raus. Ah, wer ist den Pack noch gefunden? UFO. Was soll ich dazu sagen? Du fallst mir verstraft mit dem Leben. Oh, Gott sei Dank ist das gespeichert. Ich wollte die eigentlich hierher locken. Weil hier ist eine Ölpfütze. Geronimo! Das hat nicht geklappt. Ich hab dir ein Steampack gegeben.
Ich sterbe gleich vor lauter Verzweiflung. Hier seid ihr alle. Piper? Ich würde ja dir gerne gehen, Piper, aber ich komme nicht an euch dran. Ja, kommt mit. Ich bin total verstrahlt jetzt. Ich muss hier raus, Reddix nehmen. Mann, was seid ihr für Luschen? Feste. Okay. Ich muss erstmal. Right away nehmen. Machen wir noch eins. Dann haben wir Hunger. So, dann haben wir ein Level Up. Ich glaube, das ist die beste Idee, die ich jetzt habe. Ja. Viel besser. Danke. Ich bin an deiner Seite. Ganz egal, was. Das habe ich gebraucht. Danke. Geht's dir wieder besser, Rockmeat? So. Sehr gut. Das Hündchen ist auf dem Weg der Besserung. Und du, Kotzwölf? Es tut mir leid, Kotzwölf. Blutblatt nehmen. Ja, die Gude da. Irgendwann müssen wir da noch mal hin. Nun denn, wir gehen zurück zur Vault. Kann man die locken? Ich versuch's noch. Ich bin halt so Idiot, ich weiß. Ich glaube, ich hab hier drüben was. Ich spring mal eben.
Okay. Kommt, meine Kinder. Ja, wo seid ihr denn? Warte mal, speichern. Warum hängst du so? Ich habe keinen Munition mehr. So, wo sind die restlichen? Kommt er? Sehr schön. Einfach weil ich es lustig finde. Ja. Guter Junge, Dogmeat. Nimm deine Medizin. Ja. Ist es jetzt besser, mein Junge? Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Da kommt jetzt eine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Oh, ich könnte den Mann küssen, der die Stems erfunden hat.
zu den Waffen. Ja, ja, ich weiß schon, was das ist. Das machen wir ein anderes Mal. Wir werden jetzt... Oh, es ist dunkel. Zu Wort zurückkehren. Genau. Zu Wort zurückkehren. Und... Signal verloren. Ja, es gibt da so einige Signale, die wir dann auch mal irgendwann abklabbern können. Aber jetzt nicht. Ja, ja, heal your company. Ich, Companion, ich heale keinen. Ich gehe jetzt in die Vault. So. Genau. So machen wir das. Ich bin sicher, die anderen sind mir egal. Aber ich könnte beim Doktor ein paar Stimpacks kaufen. Gott, 12. Ist okay? Was meins ist, ist ihres, Ma'am. Kein Grund zur Sorge. Automatisch gespeichert. So, ah, okay, ich mach das doch. Nehm die Quest ab. Cedric. Cedric. Oro, da bist du ja wieder. Aber ich kam nicht umhin zu bemerken, dass eine bestimmte Person nicht bei dir ist. Was ist mit der Patrouille passiert? Ich fürchte, es sind schlechte Neuigkeiten. Sie ist tot. Nicht wahr? Als sie sich nicht meldete, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Aber... Es tut mir leid, dass du es von mir erfährst. Nein, es ist nicht deine Schuld. Wenigstens wissen wir jetzt, was passiert ist. Trotz der Umstände hast du so viel getan, wie du konntest. Ich und der Rest des Vaults sind dankbar für deine Hilfe. Hervit Omati gehört dir. Du findest ihn in der Klinik des Vaults. Dr. Forsythe wurde informiert, dass du die Erlaubnis hast, ihn zu nehmen. Du musst mich jetzt entschuldigen. Ich muss die Unterlagen des Vaults aktualisieren. Gut. Dann ich jemals rauskomme, wir holen uns den Vault-Tomatik noch und wir gehen dann auch mal kurz gucken. Ob wir etwas finden zum Kaufen. Der Seite. Die Klinik. Classroom. Reaktor. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit? Classroom. Atrium. Das denn gesehen, den Doktor? Hab gehört, dass heute ein Händler vorbeigeschaut hat. 32 Meter. Hört sich an, als wäre es spannend im Commonwealth und gefährlich. Vielleicht unten? Stimmt hier. Willkommen, willkommen. Ich hoffe,
hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Oh oh. Okay. Haben wir. Ich soll mich bei Jack melden. Wo ist denn jetzt der Arzt? Wir wollen eine Blutprobe haben. Hallo Rachel. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ja. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Mich heilen. Ja. Sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Ich bin ziemlich mitgenommen. Ach, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ach, ich sollte ja? das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Okay. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Ich fühle mich viel besser. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Keine Schnittverletzungen oder Prellungen. Gut, ich hoffe, das bleibt so. War sonst noch was? Nix. Nein, wir sind fertig. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Ich weiß nicht, der Doc ist abgehauen. Ich habe gesagt, wir wollten noch was kaufen gehen, ne? Das war aber jetzt auf der anderen Seite. Atrium. Eine Etage höher. Darunter. Ganz ehrlich, ich hasse Walls. Jetzt hätte ich mir schon wieder im Kreis gelaufen. Warum nicht im Kreis gelaufen? Doof. Da. Barbier? Nein, brauchen wir nicht. Sie brauchen wir auch nicht. Okay, wir können mal schauen, dass wir ein bisschen Wasser oder so kaufen. Maria, bist du das aus dem Commonwealth? Gwen hat mir von dir erzählt. Immer schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Schön hast du es hier. Oh, danke. Mark und ich versuchen, den Laden auf Vordermann zu halten. Wir nennen ihn das Sunshine Diner. Sag mir, wenn du Proviant für deine Reisen brauchst oder einfach nur Hunger hast. Unsere Karte ist nicht so exotisch wie das Commonwealth, aber sie erfüllt ihren Zweck. Dann lass mal sehen, was du so hast. Wie gern würde ich sagen, dass das alles hausgemacht ist. Honigbienenkönigin? Scheiße, die kostet 1000. Wir brauchen die. Können wir uns noch nicht leisten. Ich habe so viel Essen bei mir. Dafür brauche ich gar nicht. Könnte ich jetzt die Königin nehmen? Die Bienenkönigin?
Weil wir brauchen die, um Honig herzustellen. Gut, zwei Fliegen mit einer Klappe, aber jetzt habe ich kein Geld mehr, um eventuell, vielleicht doch, wenn Melodie, hast du etwas, was ich verkaufen kann, außer Schrott? Ach, die Rotzelle brauche ich auch nicht. Die trage ich sowieso nicht. Fusionskern. Vielleicht. Du solltest vielleicht etwas von dem Zeug loswerden. Ja, ich. Deswegen. Gib mir jetzt einen Laden, der da drüben ist. Und wer ist es? Es ist keiner da. Och nö. Mit. Ist keiner da. Oh, verdammte Axt. Nun denn. Das heißt, wir müssen. Oh. Warte, da ist eine Bank. Komm hier warten. Warten wir 8 Stunden. Ist die Dame da? Ich glaube, sie hat nämlich auch eine besondere Waffe. Ich wollte gucken, ob ich die kaufen kann. Ich verkaufe ihr erstmal den ganzen Plunder. Dementsprechend dann. Okay, sie ist da. Ein Mittelhandy könnte ich gebrauchen. Nehmen Sie das. Reichlich zu tun. Ach, nichts. Nun gut, da widerspreche ich. Was kann ich für Sie tun? Oh, es ist wild. Nun gut. Melodie. Aber ihr habe ich ja gar nichts mehr gegeben, oder habe ich ihr das? Nein, das habe ich ihr nicht zurückgegeben. Nein, nein, es ist schon gut. Cartsworth. Nein, nein. Ach, nichts. Nun gut. Hey. Ja, kannst ruhig gehen. Das ist ein bisschen viel zum Tragen, oder? Hallo, unser Besuch aus dem Commonwealth. Willkommen im Versorgungslager und entschuldige die Unordnung. Ich habe derzeit einfach keine Zeit zum Aufräumen. Hält dich sicher auf Trab. Immerhin läuft das Geschäft gut. Zu gut im Moment. Wenn man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen? Ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll! Ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Oh, toll. Aber erstmal verkaufe ich dir etwas.
verschwundenen Wächter aufsehen. 2069. Die ist aber gut. Nein, nein, nein. Ich muss meine Kompanieros dazu bringen. Hey, Cordsworth. Schöner Tag heute, Ma'am. Kann ich irgendwie helfen? Das nein. Ist alles. Nun gut. Ich helfe gerne, Ma'am. Sie brauchen nur bitte zu sagen. Ja, ich würde gerne dein Inventar. Cordsworth. Für Sie tue ich alles, Ma'am. Ich wollte eigentlich nicht Cordsworth machen. Das ist alles. Nun gut. Achte nicht auf die Unordnung. Überhaupt das ist nicht. Erstmal alles. Nun gut. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Ja, zeig mal, was ist das? Ach, du hast wieder deine Klamotten an. Sollst du auch das anziehen. So. Suchst du was? Ich habe mehr Zeug, als ich brauchen kann. Dann lass mal sehen, was du so hast. Toll! Ich habe hier alles Mögliche rumliegen. So. Ja, das reicht aber nicht. Abbrechen. Okay, irgendwann mal. Wir müssen ja sowieso noch mal hier hin. Wir wissen Bescheid. Jetzt aber erstmal raus hier. Und dann werde ich den Part beenden. Genau. Wir sollen jetzt nach Jack. Müde sind wir auch. So. Ausgang. 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 Ja. Falsche Richtung. Gut. Dann würde ich sagen, raus hier. Und im nächsten Part gehen wir dann nach Jack. Genau. Ich habe nicht so viel Munition. Ich hätte Munition kaufen können, ich durfte, aber egal. Wassermarsch müssen wir demnächst auch noch machen. Das machen wir dann in einer der anderen Parts. Aber mir ist es lieb, wenn wir jetzt nach Jack gehen. Vielleicht können wir ja trotzdem bei Grey Garden einen Roboter als Versorgungsroute setzen. Auf jeden Fall könnten wir von Seng... Oh, du musst gespeichert.
Auf jeden Fall könnten wir von Sanctuary aus... Ich will mit niemandem reden. Ja. Meine Kompanieros sind alle da. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentar, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.